So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir unterhalten uns heute über meine Top 10 Solo-Spiele. Ihr habt hoffentlich alle schon das Video gesehen, was ich mit Ben vom Brettspielblog gemeinsam auf seinem Kanal live gegeben habe. Vielen Dank übrigens, Ben, schöne Grüße für die Zusammenarbeit. Falls ihr jetzt erwartet habt, dass ich diese Top 10 hier auf meinem Kanal auch platziere, hier sind sie nochmal alle zu sehen. Ben hatte mich gefragt, ob ich das mit ihm gemeinsam mache. Und ganz ehrlich, das war für mich auch eine attraktive Möglichkeit, ein größeres Publikum anzusprechen. Das habe ich gerne gemacht. Und das hat tatsächlich auch was gebracht. An alle neuen Abonnenten, die jetzt in den letzten Tagen dazugekommen sind, herzlich willkommen bei mir. Vielen Dank, dass ihr dazugeschaltet habt, denn inzwischen bin ich jetzt bei, gerade eben habe ich nachgeguckt, 599 Abonnenten. Das waren vor einer Woche, als ich das Video mit Ben gedreht habe und im Anschluss dann auch noch ein paar Stunden live gestreamt habe mit ihm, waren das noch sehr viel weniger. Deswegen freue ich mich sehr, dass das ganz gut funktioniert hat anscheinend. Und wenn ihr Solo-Spiele in Let's Plays sehen wollt, dann seid ihr hier genauso richtig. Freut mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Schaut euch gerne meine alten Videos an. Ich habe jetzt hier aber nochmal alle meine Top 10 live vor mir liegen. Ich möchte jetzt nicht zu jedem Spiel noch was sagen, aber ein paar Kommentare in dem Video von Ben und mir, da möchte ich nochmal drauf eingehen, haben einige Postings jetzt nochmal ein paar Fragen gestellt, ein paar Anmerkungen gemacht. Vielen Dank dafür. Kommentiert und schaut euch dieses Video gerne nochmal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Kommentiert auch gerne fleißig. Fangen wir mal an. Es gab Kommentare zu Maquis. Das gibt es auf Deutsch bei Schwerkraft. Da kriegt man es also auf jeden Fall. Wer die englische Version haben möchte, der kann sie direkt beim Sideroom Games Verlag aus den USA bestellen. Ich meine aber gesehen zu haben, dass die englische Version auch in Europa bestellbar ist, nämlich bei solchen Shops wie Zatu oder Philibert oder sowas. Ich bin übrigens nicht mit denen verlinkt. Ich werde euch auch keine Links da reinstellen hier. Da verdiene ich kein Geld, nur weil ich deren Namen sage. Alles gut. So, dann gab es Anmerkungen zu Hunted. Da wird es dann schon schwieriger, an dieses Spiel ranzukommen. Ich habe gestern Abend geschaut, das ist tatsächlich in Europa im Moment nicht zu kriegen, wenn ich richtig gesehen habe. Bei Philibert ist es ausverkauft, bei Brettspielbude war es ausverkauft. Also nicht not in stock heißt es dort. Und ich habe es jetzt nicht bei Satu geschaut. Der Verlag selber, bestwithone.com, ist die Webseite von Gabe Barrett, von Barrett Publishing. Der verschickt nicht nach Europa. Das heißt, wenn ihr jemanden in den USA kennt, der sich das schicken lassen kann und euch dann weiterschickt, wäre das noch eine Möglichkeit. Ansonsten ist es im Moment schwierig. Vielleicht versucht ihr es über Amazon.com schicken zu lassen. Ich weiß aber nicht, was es dann an Versandkosten und Zoll und so weiter kostet. Jemand hatte mich angeschrieben, was den Pledge Manager von Hunted Road Witch angeht, der im Moment noch offen ist. Aber auch da sind diese Spiele nicht erhältlich. Die sind nicht in diesem Pledge Manager mit bestellbar. Das waren so die Fragen zur Bestellbarkeit der Spiele. Black Sonata ist derzeit nicht auf Deutsch erhältlich, sondern nur auf Englisch, auch in diversen Shops, die ich gerade genannt habe. Dann gab es diverse Kommentare. Erstens auch viel Lob. Vielen Dank dafür, dass das Video anscheinend auch gut angekommen ist bei euch. Freut mich. Es hat auch in den letzten anderthalb Tagen, das ist seit Freitagnachmittag 17.30 Uhr raus, hat es schon 4.500 Aufrufe. Das ist sehr erfreulich. Es gab aber auch weiter eigene Top-10-Listen, die ihr vorgeschlagen habt, für eure Top-10-Listen, das ist auch super, klasse. Und es gab einige Vorwürfe, in Anführungszeichen, warum denn dieses oder jenes Spiel nicht dabei sei. Insbesondere wurde relativ oft Mage Knight genannt. Ne, das liegt einfach daran, dass ich, das ist meine persönliche Top-10 hier, die vor euch liegt, dass ich Mage Knight noch nicht mal gespielt habe. Mich hat das von der Optik, vom Thema einfach nicht angesprochen. Und deswegen habe ich mir es erstens auch nicht selbst gekauft. Und zweitens, und da kommen wir gleich nochmal zu, und zweitens hatte ich noch nicht die Gelegenheit, es bei Freunden zu spielen. Ich habe es bei Freunden schon mal stehen sehen. Wir hatten aber andere Sachen auf dem Tisch zu dem Zeitpunkt und wir werden auch derzeit nicht zu Mage Knight kommen. Deswegen kann ich einfach nichts dazu sagen und dann habe ich es auch nicht in meinen Top 10 natürlich drin. Und dann wurde noch erwähnt, dass ihr ja nicht die Möglichkeiten habt, wie wir an Spiele zu kommen. Das mag für Ben zutreffen vom Brettspielblog, der ja von Verlagen und von Autoren auch Prototypen zugeschickt bekommt. Bei mir ist es aber tatsächlich so, alles, was ihr hier seht, habe ich selbst bezahlt, mit meinem eigenen Geld.
Mir wurde keines dieser Exemplare auch nur annähernd vergünstigt angeboten. Das sind Kickstarter, das sind gekaufte oder mir geschenkte Sachen, die ich von der Familie zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Das sind Dinge, die ich gebraucht erworben habe, Dinge, die ich neu erworben habe, die ich im Internet aus England bestellt habe oder von den Kickstartern bekommen habe. Das ist alles mein eigenes Geld, was hier reingesteckt ist. Und der Einzige, der mir Prototypen zuschickt, die seht ihr jetzt hier nicht in meinen Top 10, das ist aber dann 3D Art Lab, der Markus Geiger, der mir hin und wieder mal Prototypen zukommen lässt, die ich dann auch hier vorstelle, zu denen ihr auch Videos findet. Da wäre zum Beispiel Space Quaken zu nennen oder was ich auch letztens euch vorgestellt hatte, das war meines Wissens, war das Fire Angels oder war das, ja, ich glaube, das war Fire Angels. Nein, es war Dogfighters, genau. Fire Angels kommt doch. Ja, das sind so die Sachen, die Anmerkungen dazu. Und ansonsten freue ich mich, dass das Video so gut angekommen ist. Hat auch richtig Spaß gemacht, bei Ben das Ganze zu drehen und dort zu streamen. Wie geht es jetzt aber hier auf meinem Kanal weiter? Das ist ganz einfach. Wenn ihr wollt, oder schreibt gerne unter die Kommentare, mache ich jetzt in den nächsten Wochen zu jedem dieser Top 10 Spiele nochmal ein eigenständiges Let's Play. In der Reihenfolge von 10 rauf bis zu 9. Also wir fangen mit Under Falling Skies an. Dann geht es über Hunted Kobayashi Tower und Wildes Weltall zu Sprawlopolis, Black Sonata, Arche Nova, Pax Pamir, Marquis, Dune Imperium und Imperium. Da bin ich ja sowieso noch bei meiner Challenge dabei. Das lasse ich mir nicht nehmen. Noch habe ich nicht gegen die Atlanta gewonnen mit den Persern. Mal gucken, wie wir damit umgehen. Das würde ich jetzt als nächstes auf meinem Kanal mir vorstellen, dass ich das nochmal aktualisiere sozusagen. Die Let's Plays, die ich zu allen Spielen, nein, zu Wildes Weltall habe ich noch nicht mal eins gemacht, glaube ich. Und zu Sprawlopolis auch noch nicht. Dann würde ich die jetzt einfach als nächstes in den nächsten Wochen drehen, nacheinander und dann noch veröffentlichen, in der Reihenfolge von 10 runter bis zur 1. Und das wäre so mein Plan. Das war ein kurzes Update. Was steht noch an bei mir auf dem Kanal? Ich werde im Sommer wahrscheinlich so ein bisschen umbauen in eine andere Studioumgebung, in einen anderen Raum mit meiner Technik ziehen. Dann werde ich ein bisschen mehr machen können. Das ist aber noch nicht ganz fix und es wird auch noch einige Zeit dauern. Ihr müsst das euch so vorstellen, ich sitze hier im Wohnzimmer und habe am Wohnzimmertisch praktisch die Technik aufgebaut und muss sie auch jedes Mal, wenn Besuch kommt oder wenn andere Dinge anstehen, immer wieder abbauen. Das ist nicht so prickelnd, da kann ich nicht mal einfach so schnell loslegen mit einer Aufnahme. Das ist immer etwas aufwendig, das Ganze. Aber daran arbeite ich noch. Und was noch ansteht, ist, dass ich die Kooperation mit Ben vom Brettspielblog weiter betreiben werde. Wir wollen als nächstes gemeinsame Partien spielen bei Ben in Göttingen und von dort aus dann auch streamen. Mit anderen gemeinsam stehen an Crescent Moon. Das habe ich mir derzeit ausgeliehen von Ben. Ich reiche mal eben rüber. Hier liegt es. Crescent Moon. Mal gucken, dass es nicht so spiegelt, der Titel. Da habe ich mir jetzt die Regeln angeschaut, muss mir das nochmal zu Gemüte führen, nochmal eine simulierte Partie anfangen oder so. Ein sehr schönes Spiel. Es geht hier aber mindestens mit 4 oder auch 5 Spielern, besser 5 sogar, zur Sache. Und da gibt es keinen Solo-Modus, deswegen werdet ihr das auf meinem Kanal nicht als Let's Play sehen können. Solange ich auch nicht die Umgebung habe, mit 4 oder 5 Leuten live zu spielen. Das funktioniert derzeit gar nicht bei mir. Und wir wollen auch bei Ben im Brettspielblog, ihr seht da oben in der Ecke das Tablet mit dem Standbild von dem Video, wir wollen dort noch eine Partie Twilight Imperium, 4. Edition, mit 5 oder 6 Leuten sogar spielen. Auch das wird in den nächsten Wochen, Monaten irgendwann live bei Ben zu sehen sein. Ja, da so viel zu meiner Top 10 Solo-Spieleliste. Und das ist so meine Idee in den nächsten Wochen, die Let's Plays zu drehen und dann euch zu veröffentlichen, immer wieder mit Anmerkungen und Links zu der Top-10-Liste von Ben. Übrigens, Ben hat auf seiner Liste sehr viele Spiele genannt, die ich auch gar nicht habe. Denn Ben kommt natürlich durch die Größe seines Kanals sehr viel öfter, sehr viel schneller an neue Spiele und auch den Kontakt zur Spieleburg, den er hat in Göttingen. Ein toller Laden kann ich übrigens nur empfehlen. Schöne Grüße an Arne und an Markus, der dort arbeitet. Kommt Ben natürlich sehr schnell immer wieder an neue Spiele ran. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich muss immer auswählen, was hole ich mir überhaupt, was hat einen Solo-Modus, der mich auch interessiert und anspricht. Das ist bei den Spielen der Fall, bei einigen anderen auch, die hinter mir liegen, aber eben nicht bei allen.
Und deswegen ist das meine Top 10 geworden. Ja, schreibt gerne unter dieses Video, wie euch das Top 10 Video mit Ben gemeinsam gefallen hat und was ihr hier von diesen Spielen gerne am liebsten sehen würdet, wie ihr zu meiner Top 10 steht. Und ansonsten geht es dann in den nächsten Tagen weiter mit Under Falling Skies, Hunted, Wildes Weltall, Sprawlopolis, Black Sonata, Arche Nova, Pax Pamir, Maquis, Dune Imperium und natürlich meinem aktuellen Liebling Imperium. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartacus.